Simulator 2. Und wir fahren mal wieder in Frankreich. Und heute mal wieder im Multiplayer fahren wir auch mal wieder. Okay. Das finde ich auf jeden Fall cool, weil den Multiplayer mag ich. Dass ich mir das immer so ausgesucht habe. Wir fahren jetzt einfach mal los. Oh, gut. Wir holen uns jetzt mal hier. Wir nehmen uns, wir holen uns jetzt mal hier einen Auftrag. So, wo ist denn hier das grüne Ding? Ach, hier vorne. Gut, dann halten wir mal hier an. Und so, jetzt müssen wir erstmal gucken, welche Lieferung wir überhaupt nehmen. Das wäre eigentlich ganz gut. Da würden wir mal in so die Mitte von Frankreich fahren. Ah, nee, das will ich nicht. Oder so machen wir es. Dann können wir so schön am Rand und dann hier nochmal so rein. Dann haben wir es zum größten Teil durchgeschaut halt. Wir können ja erstmal so am Rand lang fahren. Dachte ich mir so, okay, gut, dann nehmen wir mal den Auftrag an. Und wo ist da? Da ist unsere Lieferung. Gut. So, koppeln wir das mal hier schön an. So. Da können wir doch gleich auch schon losfahren. Und gucken mal, was wir heute so alles erleben. So, wir fahren heute am Tag. Ich glaube, das letzte Mal sind wir am Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang gefahren. Am Tag finde ich es aber natürlich eigentlich viel schöner, muss ich ehrlich zugeben. Weil man da einfach viel mehr sieht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr fahren. Ich fahre außerdem auch gerade mit einer Hand. Weil ich muss mich so rüberbeugen zu meinem Mikrofon nach links. Ja. Einfach aus dem Grund, weil das so ein Mikrofon ist, was man nicht so einstellen kann. Das steht einfach nur auf dem Tisch. Und ich muss mich dann so rüberbeugen und ich kann es ja auch nicht vor mich stellen, weil ja da mein Lenkrad steht. Und deswegen lenke ich nur mit einer Hand. So. Hier sind sogar Palmen. Also da sieht man schon, dass wir in einem südlichen Land sind. Mal gucken, wie die Leute heute fahren. Ich hoffe mal, sie fahren heute gut. Aber das glaube ich nicht. Weil irgendwie richtig viele Leute fahren so richtig schlecht im Multiplayer. Damit macht das aber auch irgendwie Spaß, aber es macht auch keinen Spaß. Also ich finde, es macht Spaß, weil da ein bisschen Action drin ist. Und man auch mal ein bisschen manchmal lachen kann, wenn jemand was Bescheuertes passiert ist oder so. Und das finde ich eigentlich ganz nett beim Multiplayer. Ich finde es insgesamt schön, mal mit anderen zu fahren. Mit anderen echten Leuten finde ich richtig cool. Und irgendwie sehe ich bis jetzt noch keine. Oder ist da vorne jemand? Nee, da vorne ist auch niemand. So, da müssen wir leider wieder Maut bezahlen. So, ein bisschen weiter vor noch. So. Da steht denn der Typ da? Die Arme so verschränkt. Boah, und der Kopf so ganz weit hinten. Das sieht aber bescheuert aus. Oh, guck mal da. Da ist ja jemand neben uns, glaube ich, oder? Ja, der holt uns. Der hat ja einen Scania. Der hat ein bisschen mehr PS jetzt. Ja, danke, dass du mich rüber lässt. Der fährt aber schön, oder? Findet ihr auch? Also ich finde, der fährt schön.
So, dann kommen wir mal wieder in Fahrt. Damit wir hier auch schön, dass wir hier halt gut durchkommen. Vielleicht hole ich ihn ja noch ein. Müssen wir halt mal sehen. Oh nein. Nach links. Ich will nämlich nicht rechts abbiegen. Aber wir können ihn irgendwie nicht einholen. Wir kriegen es nicht hin. Aber doch, jetzt kommen wir ihm schon ein bisschen näher. Er muss vielleicht abbiegen oder irgendwie tanken. Könnt ihr. Ja, vielleicht. So. Ich hätte eigentlich mal in den Spiel. Oh, wartet kurz. Nee, ich muss nicht anhalten. Ich muss auch nicht tanken, gut. Ich hatte schon Angst gehabt, dass ich jetzt eine Gelegenheit nicht genutzt hätte. Das wäre aber echt blöd gewesen. Aber zum Glück müssen wir nicht tanken oder schlafen gehen. Das ist schon mal sehr gut. Wie sind die Ausfahrten hier immer so lang? Wieder zur Autobahn, wenn man auf der Tankstelle oder wenn man bei dem Rasthof halt war. Oh, es begegnet es aber auch schon ein paar mehr Leute. Gut, dann müssen wir ja anscheinend abbiegen. Oh, wir könnten, glaube ich, gar nicht weiterfahren. Hey, was? Was denn? Bist du zu schnell gefahren? Hä? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn wir pünktlich sind, bekommen wir natürlich auch viel Geld. Aber wisst ihr was, Leute? Wir machen es so. Nächste Folge kaufen wir uns am besten mal den Scania, oder? Also ich würde sagen, wir kaufen uns nächste Folge den Scania. Weil ich habe einfach mal Bock auf Abwechslung. Immer nur dieser DAF. Ich finde den eigentlich schön, den DAF hier. Aber ich habe auch mal Bock auf Abwechslung, auf so einen schönen Scania. Da habe ich wirklich Lust drauf. Können wir mal in der nächsten Folge machen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir das auch wirklich hinkriegen. Nicht, dass ich zu wenig Geld habe oder so. Also ich habe auf jeden Fall zu wenig Geld jetzt, um das so alles zu bezahlen. Aber wir können natürlich was von der Bank leihen. Mal wieder. Ja, und das machen wir dann wahrscheinlich auch mal. Dann kaufen wir uns einfach mal einen Scania, würde ich sagen. Ja, wir sind schon echt viele Folgen mit dem hier gefahren. Natürlich werde ich den immer noch manchmal fahren hier. Aber jetzt am meisten natürlich dann den Scania, wenn ich den habe. Oh, Bildreise. 1 von 6, ja toll. Und der hupt auch noch. Wir heizen jetzt einfach durch. Fahren wir eigentlich zu schnell. Was? Wir kommen denn auf 123 km/h? Was? 125? Ist das ein Bug? Hä? Was? Ich lass es jetzt so. Mal gucken, wie schnell wir werden können. Ich bin so gespannt. Hä, wieso werden wir denn so schnell? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ich muss schon langsam mit beiden Händen lenken, weil ich mich so konzentrieren muss. Obwohl es ja eh fast nur geradeaus geht. Oh, 130! Was ist das?
131. Ey, wie hoch kommen wir denn überhaupt noch? Ja, wenn wir jetzt einen Unfall bauen, ist das wirklich nicht sonderlich gut. Nein, Maut! Nein! Ey, wisst ihr was? Bauen wir einen Unfall, wenn wir hier gegenfahren? Was? Die Schranke wäre jetzt eigentlich kaputt gegangen. Och, Mann. Unser LKW ist kaputt. Mann, ich will... Ich wollte die Geschwindigkeit testen. Ich mache jetzt ein Bild. So. Können wir jetzt überhaupt noch fahren? Ja, toll, wie sollen wir jetzt fahren? Wisst ihr was? Ich gehe mal kurz hier in die Option. laden. Ich müsste vielleicht ein bisschen schummeln, ehrlich gesagt. 19 Uhr. Nee, das kann nicht sein. Hä? Achso, nee. Achso, das ist nicht die Uhrzeit. Das ist der Tag. Ja, gut. Tut mir kurz leid. Müssen wir eigentlich aber nochmal alles neu fahren? Ah, nee, wir sind jetzt hier. Gut, jetzt ist natürlich unser LKW wieder ganz. Wieso eigentlich Ghost Mode? Hä? Wieso? Wo sind wir eigentlich? Keine Ahnung. Ich fahre jetzt einfach. Wenn das jetzt die Mautstelle ist, wo wir durchgeheizt sind, dann bin ich froh. Weil dann müssten wir nicht mehr so lang fahren. Ich heiz hier aber auch mit 130 in die Mautstelle rein. So, da bezahlen wir das doch mal. Und dann fahren wir doch weiter, würde ich sagen. Ich würde echt gern wissen, wo wir sind. Wir können ja außerdem auch nicht in die Karte gehen. Das ist natürlich so, weil wir können ja nicht einfach Pause machen, wenn wir noch fahren. Also im Multiplayer ist es natürlich das auch das Problem, weil wir können ja nicht während des Fahrens irgendwie ins Menü gehen. Ja, weil im Multiplayer da fahren ja noch andere Leute und dann würden wir denen ja reinfahren wahrscheinlich. Das funktioniert, glaube ich, nicht beim Multiplayer. Nee, wir waren hier wirklich noch nicht, weil wir sind noch nicht unter dieser Brücke da runtergefahren. Ich glaube, das ist eine Eisenbahnbrücke, oder? Keine Ahnung. Achso, wir können ja, glaube ich, auch sehen, wie weit wir noch fahren müssen. Ach, nur noch 39 Kilometer. Gut. Wir fahren wieder ein bisschen zu schnell. Ah, jetzt können wir doch ein bisschen schneller fahren. Wenn da keine Mautstelle ist, dann, ja, ist doch gut. 111. Ein Genuss. Was ist da vorne los? Da war gerade irgendwie ein Unfall. Oh oh, wir müssen. Ja, jetzt müssen wir rechts abbiegen. So, wir rollen jetzt nochmal mit 74 hier rein.
Okay. 5 Kilometer nur noch? Das müsste ja. Ja, ist wirklich, wirklich nah. Wir sind ja schon da dran. Gut, dann biegen wir mal ab. Hä, der fährt doch hier rum. Ach so, ich glaube, ja, der fährt jetzt so lang. Gut. Ich dachte schon, wir würden uns jetzt hier gegenseitig umfahren. So, wir fahren jetzt auch schon gleich in die Stadt rein. 70 ist hier erlaubt, dann bremse ich mal besser runter. Ich möchte wirklich keine Strafe bekommen. Irgendwie habe ich. Nee, das Frostfeedback ist nicht ganz aus. Ich merke es schon rappeln, aber ich brauche. Es ist nicht wirklich großer Widerstand, wenn ich hier. Ja, wenn ich hier lenke. So, dann biegen wir mal ab. Kreisverkehr. Es gibt ja wirklich viele Kreisverkehre. Ja, toll, danke, dass ich es entdeckt habe, aber ach so, gut. Ja, danke. Ah, nee, der hatte ja, glaube ich, eh rot. So, dann fahren wir mal hier rein. Achso, ich müsste da reinfahren. Na toll. Dann mache ich es doch einfach so. Fahre ich hier. Ah, nee, kann ich nicht. Ja, dann müssen wir nochmal kurz die Runde fahren. Tut mir leid. Oder ich mache es so. Dann kann ich hier drehen. So, drehen wir hier kurz. So. Dann fahren wir da mal hier rein. Wo ist der Verladebereich? Oh, der wäre richtig nett. Ich habe auch gehupt, aber man hört es kaum. So, dann parken wir mal hier ein und gucken, wie viel Geld wir bekommen. So, absatteln und nachschauen. Gut. Ausgezeichnet. Ja, den Unfall, den zählen wir am besten nicht dazu. Gut. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Achso. Zerbrechliche Fracht mache ich jetzt einfach mal. Was ist denn eigentlich Just-in-Time-Lieferung? Mache ich auch mal. Mache ich einfach mal jetzt. Wie viel Geld haben wir da? Ja, ist nicht wirklich wenig. Also. Ich glaube, wir könnten mal beim LKW-Händler nachschauen. Ah, nee, hier ist leider ein bisschen Scania. Scania? Scania! Aber ich will jetzt nicht unbedingt, ich bin wirklich nicht heiß darauf, jetzt unbedingt hier. Fast an die nördlichste, ja doch, an die nördlichste Stelle der Karte zu fahren. Oder wollen wir es machen? Wir tun es. Online kaufen? Achso, wir müssen erst 5 LKWs besitzen. Oder 5 LKW. Wir besuchen ihn. Ah ne, das machen wir in der nächsten Folge, okay? Dann haben wir in der nächsten Folge auch was Schönes, warum wir überhaupt drauf klicken sollten auf das Video.
Gut, dann wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.